Dadurch wird es nicht falscher, sondern nur besser. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, die heutige Debatte hat gezeigt, dass die Frage Hisbollah gleich Terrororganisation auch eine starke außenpolitische Komponente hat. Neben den rund 1.000 Hisbollah-Anhängern in Deutschland sitzt die Hisbollah in der libanesischen Regierung, führt einen unsäglichen Krieg an der Seite Assads gegen das syrische Volk und richtet über 130.000 Raketen gegen Israel. Und dort macht eine Fraktion einen Antrag gegen das Verbot oder für das Verbot von Hisbollah und trifft sich mit den Auftraggebern von Hisbollah, nämlich Assad, im letzten Jahr, um deutlich zu machen, wen sie wirklich unterstützen. Was für ein Widerspruch. Ich glaube, die innenpolitische Komponente, Thema Vereinsverbot, ist sehr klar geworden. Die Kollegen Marianne Wendt und Christoph de Vries haben sehr klar herausgearbeitet, dass es hier nicht um eine Gesamt-Hisbollah geht, sondern um etwa 30 Vereine. Mir geht es um die außenpolitische Frage. Und hier spielt schon sehr stark eine Rolle, ob es uns gelingt, neben dem innenpolitischen Vereinsverbot außenpolitisch auf europäischer Ebene die Hisbollah in das EU-Sanktionsregime zu bekommen. Wir haben die Hisbollah getrennt, militärisch und in einem politischen Arm, und uns auf europäischer Ebene leider nur verständigen können, dass wir den militärischen Arm als Terrororganisation listen. Das war aber wichtig, dass wir eine gemeinsame europäische Position erarbeiten konnten. Ohne diese aus meiner Sicht künstliche Trennung wäre es uns nicht gelungen, in der EU diese Position zu erarbeiten. Deswegen sollten wir in einem weiteren Schritt darauf hinwirken, dass wir in Europa die Gesamtorganisation als Terrororganisation benennen. Denn selbst das Bundesverwaltungsgericht hat am 16. November 2015 festgestellt, dass die Hisbollah in jeglichem Handeln gegen den Gedanken der Völkerverständigung gerichtet ist. Und wenn eine Organisation gegen den Gedanken der Völkerverständigung gerichtet ist, verstehe ich nicht, dass die Antragsteller sich mit dem größten Kriegsverbrecher, der zurzeit agiert auf der Welt, gemein machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten noch einen anderen Aspekt betrachten. Das Hisbollah-Verbot, ähnlich wie einige andere Maßnahmen, sind auch Teil einer US-amerikanischen Strategie für den Nahen und Mittleren Osten, nämlich die Strategie des maximalen Drucks auf den Iran. Die Position der Bundesrepublik ist eine ausgewogenere Maklerposition, weil wir vom Libanon her auch ein hohes Interesse haben, dass dieses Land, das über 1 Million Flüchtlinge aufgenommen hat, stabil bleibt. Und da die Hisbollah Teil der Regierung ist, unter anderem das Gesundheitsministerium hat, müssen wir Gesprächskanäle haben. Und wenn wir dann mit unserem engsten Partner in Israel sprechen, so hören wir da sehr Unterschiedliches und auch keine gemeinsame israelische Position mit Blick auf das Hisbollah-Verbot. Deswegen, glaube ich, steht es unserem Hause gut an, wenn wir alles tun, um sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch eine gemeinsame Position zu erreichen. Am Ende der Diskussion, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann ein Hisbollah-Verbot in Deutschland innenpolitisch stehen. Am Ende kann auch der Antrag Deutschlands in der Europäischen Union auf eine Gesamtbetrachtung der Hisbollah als Terrororganisation stehen. Aber bitte am Ende der Debatte und nicht zu Beginn. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kiesewetter. Ich schließe die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt.